Hallo, liebe Freunde des Nähhandwerks. Ich freue mich, ein wenig Zeit zu haben, um euch ein weiteres Video zu machen. Und es geht in diesem Video wieder einmal um eure Fragen und meine Antworten. Das heißt, es ist diesmal nur eine Frage, die mir vor ca. 10, 14 Tagen gestellt wurde, nachdem jemand mein Video gesehen hat, wie ich es erkläre, wie ihr eine Krawatte, einen Schlips, zuschneiden könnt und nähen könnt. Aber ich habe es nur ganz grob erklärt, wie ihr diesen Schnitt auch machen müsst. Mit anderen Worten, diese Frage war ganz gezielt in die Richtung, ja, wo ist denn der Schnitt dazu? Gibt es da einen? Ich sehe das nicht. Nein, einen Schnitt hatte ich nicht dazu. Und deshalb möchte ich das in diesem Video bearbeiten, indem ich euch genau zeige, wie einfach es ist, für euch, für eure Lieben, einen gewünschten Schlips in der Breite und genau in der Länge, wie ihr ihn braucht, für eure Zwecke selber zu erstellen. Und dann natürlich könnt ihr auch im Anschluss direkt das Video anschauen, in dem ich es erkläre, wie die Weiterverarbeitung ist und wie ihr das zu nähen habt. Ja, und bevor ich damit anfange, möchte ich wieder einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen für eure vielen schönen Kommentare. Hauptsächlich, wenn es darum geht, wenn ich mal wieder so richtig gute Laune habe, und einigen von euch hat das ja diesmal besonders gut gefallen. Leute, lasst uns gute Laune haben, ganz speziell, wenn wir an Näharbeiten sind, denn ihr könnt mir glauben, dann gelingen die umso besser, wenn wir mit guter Laune an die Arbeit gehen, und genau das machen wir jetzt auch. Okay, auf geht's! Bei dieser Erklärung werdet ihr nun sehr schnell feststellen, warum ich wahrscheinlich da gar kein Video zu dem Schnitt gemacht habe, weil es nämlich so simpel ist und jeder von euch, glaubt mir, jeder von euch, das sofort verstehen wird, um sich diesen Schnitt selber nach seinen Maßen und Wünschen zu zeichnen. Bewusst habe ich jetzt hier schon mal zwei Binder hingelegt, die ich vor, ja, sehr langer Zeit gemacht habe, denn wer trägt jetzt noch Krawatten? Ab und zu bei Feierlichkeiten, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Krawatten. Und für mich ist ein Mann heute immer noch mit einem schicken Anzug und einer tollen Krawatte und einem Seidentuch in der Brusttasche einfach super angezogen. Ja, bewusst habe ich jetzt hier zwei verschiedene Größen hingelegt, um euch ganz einfach erstmal zu sagen, dass es trotzdem der gleiche Schnitt im Endeffekt ist. Bei den Spitzen, ja, natürlich kann man die machen, wie man will. Das ist ja auch Geschmack und Modesache. Aber man findet sehr oft diesen gleichen Winkel bei allen. Aber ihr könnt schon alleine bei dem Drauflegen jetzt hier sehen, das muss ja im Endeffekt ein ähnlicher oder gleicher Schnitt sein, wenn das alles so genau verläuft. Hier bei diesem zur Vorab-Erklärung habe ich eine Seite genommen und habe das demnach auch aus einem einzigen Stoff gemacht. Während ich hier bei diesem, das eigentlich nur ein schwarzer Stoff war, mit Pünktchen drin, das war mir zu langweilig. Und jetzt könnt ihr sehen, das ist kein Teil des Stoffes, sondern da habe ich einfach Applikationen draufgenäht noch oder mit reingenäht und habe das Ganze einfach mit ein paar Verzierungen, nämlich mit den Sicherheitsnadeln und den Ketten verziert, sodass das einfach noch peppiger aussieht. Mit anderen Worten, das kann auch wunderschön auf ein T-Shirt angezogen werden oder für eine Dame. Das heißt, ich hatte mir diesen mal gemacht gehabt. Der John hat ihn zwar auch schon getragen, aber eigentlich hatte ich ihn für mich gemacht bei einem besonderen Anlass und da hat er wunderbar hingepasst. Wie gehen wir jetzt also vor? Nehmt euch bitte ein großes, ein langes Stück Papier. Ich mache das jetzt hier in einem anderen Maßstab, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Bei Bindern für Erwachsenen ist die Länge, sage ich mal, bei Damen ungefähr bei insgesamt einer Länge von 1,30 m, 1,35 m, ganz grob, und bei einem Herrenbinder ungefähr 1,50 m lang. Das heißt, um das vorwegzunehmen, bei einem 1,50 m langen Binder kann ich das natürlich nicht, dadurch, dass ich es schräg zuschneiden muss, um einen guten Fall der Krawatte zu haben, muss ich natürlich eine Naht einfügen und die könnt ihr hier wahrscheinlich erkennen. Hier ist meine Teilungsnaht
Und das gleiche ist bei diesem, da habe ich hier die Teilungsnaht, die dann auch in der Schräge, wie der Binder eben schräg zugeschnitten ist. Ich denke, bei diesem könnt ihr das auch gut an dem Gewebe hier erkennen, dass das schräg geschnitten ist. Also mit anderen Worten, bei dieser Länge muss man irgendwo in dem Bereich, der dann hinter dem Binder liegt, diese Naht reinsetzen. Da geht man natürlich so vor, dass man die gesamte Länge von dem breiten, von dem sichtbaren Schlipsteil nimmt und so lang schneidet wie möglich und dann erst die Nähte da anstückelt, um die Länge, die man benötigt, zu erhalten. Gut, machen wir weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier eine Linie schon leicht angezeichnet. Das soll die Mitte meines Binders werden. Und aufgrund dessen markiere ich mir nun erst meine Gesamtlänge meines Binders. Die beiden Markierungen, die ich mir jetzt hier gemacht habe, da hätte ich jetzt genau 1,40 Meter. Aber wie gesagt, ihr wählt irgendwas zwischen 1,30 Meter und 1,50 Meter für einen Mann mit einem sehr kräftigen Hals. Und sowieso, wenn der Schlips nicht zu kurz sein soll, dann empfehle ich auf alle Fälle 1,50 Meter Länge. Das heißt, auf eurem Papier habt ihr jetzt von hier nach da 1,50 Meter angezeichnet. Nun nehmen wir zuerst diesen hinteren Bereich, weil der ist in der Breite komplett gleichmäßig. Und das sind meistens so 80 cm ungefähr. Also mehr wie die Hälfte der Länge des Binders. Und da gehe ich wieder hier auf meinen Maßstab und zeichne mir hier jetzt 80 cm an. Das sind meine 80. Ihr seht, dieses Teil ist jetzt wesentlich kürzer, wesentlich kleiner, weil das dieses vordere Teil ist. Denn ihr könnt sehen, diese gesamte Länge hier ist alles ein und dieselbe Breite. Und diese fertige Breite sollte ungefähr 3 cm sein. Und die kann man auch, wenn ihr wollt, direkt parallel einzeichnen. Das heißt, wenn ich hier auf 1,5 auf beiden Seiten gehe, und das zeichne ich jetzt auch nicht komplett als Linie durch, sondern schraffiere mir das auch. Denn das ist ja, wie ich eben schon erwähnt habe, die fertige Breite. Und hat nichts mit der Breite des Schnittes zu tun, wie wir es im Endeffekt richtig schneiden müssen. Das wären meine 80 cm in fertiger Breite, wie wir das hier sehen, bei 3 cm. Nun brauchen wir diese 3 cm ja auch hinten, ist ja klar. Und da hätten wir jeweils 1,5 bis zur Naht, beziehungsweise plus einem Zentimeter Nahtzugabe. Kann man auch ein 3/4 machen, das würde auch ausreichen. Aber ich erkläre das, weil das wesentlich einfacher ist mit dem 1 cm, auch wegen eurer Näharbeit dann. Das heißt, anstatt 1,5 muss ich 2,5 cm auf beiden Seiten zugeben. Und wie gesagt, weil das hier gerade läuft, zeichne ich mir das ruhig auch komplett so an. Und da muss ich jetzt sofort überlegen, habe ich jetzt bei meiner Zeichnung bereits die Nahtzugabe mit angestellt? Ja, das habe ich, denn ich habe ja gesagt, das sind 1,5 plus 1 cm Nahtzugabe, 2,5 und das gleiche dann bei dieser Seite, 2,5 cm angestellt. Und wenn ich mir das markiert habe, da ziehe ich jetzt gern komplett meine Linie durch und mache das auch auf dieser Seite ganz genau. Ich nehme gern dieses Maß, damit ich hier noch überprüfen kann, ob ich parallel liege mit meinen Strichen zuvor. Das ist dann immer noch mal eine sehr, sehr schöne Kontrolle insgesamt. Und da sehe ich, das muss ich so ein bisschen verschieben, damit ich hier gerade bin. Denn ein genauer Schnitt ist immer das A und O für die weitere Verarbeitung. Das heißt, für diesen langen hinteren Teil des Binders habe ich jetzt inklusive meiner Nahtzugabe 8 cm breit auf 80 cm Länge. Das wäre schon für den hinteren Bereich das Richtige. Aber nun brauche ich hier meinen Winkel, der hier genau an dieser Spitze verläuft. Diese Spitze, egal ob ihr jetzt vom Vorderteil zeichnet, was dann hier sein wird, oder von der hinteren Mitte, könnt ihr natürlich irgendeinem Binder abnehmen, denn ihr zeichnet das ja in der Originalgröße. Dann würdet ihr den drauflegen und zeigt euch die Schräge an. Oder
Ihr nehmt ein Winkelmaß und arbeitet das genau aus. Und ihr könnt sehen, das ist jetzt hier in dem Fall ja ziemlich genau ein rechter Winkel. Und das Gleiche ist auch hinten der Fall. Das macht es natürlich sehr einfach. Das könnt ihr ja zu Beginn einfach nutzen und könnt dann trotzdem später, wenn ihr wollt, diese Schräge noch verändern. Aber ich nehme die jetzt an, weil wir konnten ja sehen, das passt ja wirklich sehr, sehr gut mit dieser Schräge. Ich überprüfe nochmal bei diesem. Und auch hier könnt ihr sehen, das ist wirklich ein rechter Winkel, der da genommen wurde für den Binder. Also lege ich mir das auf meine zuerst gezeichnete mittlere Linie an und markiere mir genau diese Spitze, die wir jetzt hier von hinten haben. Ihr könnt sehen, mein Maßstab ist ca. 1:2 und deshalb passt das jetzt da auch ganz genau rein. Ja, die Hälfte ist schon gezeichnet jetzt für unseren Schlips. Jetzt kommen wir an das vordere dran. Ja, und da müsst ihr natürlich jetzt entscheiden, ist der für mich der Binder, wie in dem Fall, oder ist er für meinen Liebsten und welche Breite möchte ich da? Auch da müsst ihr euch nicht an diese Maße halten. Das macht ihr, wie ihr wollt. Das kann irgendwo jetzt hier dazwischen liegen. Ich gebe euch jetzt nur mal an, wie breit dieser ist. Und zwar hat der eine fertige Breite hier an diesen Spitzen von 6 cm, während dieser von den Ecken 9 cm hier fertig in der Breite ist. Das heißt, wenn wir alles doppelt nehmen und schauen uns das von dieser Seite an, dann weiß ich wieder, ich habe hier 9, nochmal diese 9, sind 18 und 2 cm hier für beidseitig 1 cm Nahtzugabe. Das heißt, ich habe eine insgesamte Breite bei dieser Größe von 20 cm. Und die nehmen wir jetzt auch ruhig mal an, denn durch meinen Maßstab sieht das besser aus, wenn ich das in etwas größer zeichne für euch. Ich habe gesagt 20 cm. Das heißt, von meiner gezeichneten Linie aus jetzt muss ich beidseitig 10 cm nach rechts und nach links abmessen. Ich markiere mir das also und auch hier kann ich jetzt sofort wieder meinen rechten Winkel nehmen, lege mir den auf meine Gesamtlänge auf meiner Mittellinie an, um sicher zu gehen, dass ich gleiche Schenkel habe und zeichne mir den so hier ein. Denn auch hier habe ich jetzt schon mit dieser Anzeichnung meine Nahtzugaben dabei. Das ist immer wichtig, zeichnet ihr das mit oder ohne Nahtzugaben. Und natürlich muss ich jetzt hier meine 10 cm beidseitig, das heißt, wir haben ja gesagt, unsere Gesamtlänge ist 20, die muss ich natürlich hier auch wieder einzeichnen. Hätte ich auch gleich da oben machen können, aber während meiner Erklärung, um das gut verständlich hinzubekommen für euch, geht mir immer so viel durch den Kopf, dass das gar nicht so einfach immer ist. Aber dadurch kann ich mir jetzt hier erstmal eine Verbindung zeichnen, dadurch, dass ich zwei Anhaltspunkte habe, um sicher zu gehen, dass das jetzt einheitlich ist. Durch den anderen Maßstab sieht das jetzt vielleicht zu kurz aus, aber das ist genau richtig. Und jetzt ist hier unser 20 cm Punkt. Nicht aus Versehen jetzt was anderes nehmen. Und hier haben wir ja auch diese Markierung, wie weit wir für diesen hinteren Bindenteil gezeichnet hatten. Und da können wir das auf alle Fälle erstmal im oberen Bereich nur schraffieren. Hier können wir es ruhig komplett anzeichnen, denn das ist auf alle Fälle der richtige Verlauf. Und bei diesem würde ich dann auf alle Fälle eine leichte Rundung nehmen und das abrunden, denn das soll ja nicht so eine Ecke da geben, sondern das muss so ein bisschen abgerundet werden, um ineinander gut überlaufen zu können. Und das ist im Prinzip schon unser gesamter Schnitt. Den schneiden wir jetzt aus und falten das mal zusammen, um zu sehen, ob das auch alles passt und stimmt. Denn Kontrolle, wisst ihr, ist immer das Allerbeste. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das wisst ihr auch. Also schneiden wir erstmal aus. Und so sieht mein erstes fertiges Schnittteil nun aus. Nun kann ich als Überprüfung, ob das auch alles passt und stimmt, mir diesen Schnitt erstmal nehmen. Wir haben ja gesagt, das ist die vordere Mitte, die wir eingezeichnet hatten. Jetzt faltet ihr den mal so, dass ihr gerade so
euren Zentimeter Nahtzugabe über diese mittlere Linie faltet. Und das könnt ihr ruhig die ganze Strecke entlang machen. Hier müsst ihr allerdings einschneiden, denn da haben wir ja unseren Knick drin. Das macht ihr natürlich mit dem Einschneiden nur bei eurer Schablone. Denn das ist ja nur eure Überprüfung. Das wird ja wieder aufgeklappt. Aber ich zeige euch das jetzt wirklich so, als wäre er dann zusammengenäht. Das wäre die erste Seite. Ihr seht, er geht gerade so über meine Linie drüber. Bei mir ist das natürlich kein Zentimeter, weil ich ja, wie gesagt, einen ganz anderen Maßstab habe. Und mache das Gleiche jetzt auf dieser Seite und kann aufgrund dessen komplett überprüfen, ob der Schlips, ob nun meine Krawatte genau die Form und die Größe und auch die Länge hat, wie ich es geplant hatte. Sonst kann ich ja den Schnitt einfach nochmal minimal verändern. Ja, wenn ich den also jetzt hier rumdrehe, das ist jetzt mein fertiger Schlips. So, jetzt brauchen wir aber noch drei verschiedene Sachen, nämlich einmal eine Einlage und ihr wisst ja, der Binder hat ja hier eine verstürzte Kante. Das heißt, wenn ich einen sehr, sehr dünnen Stoff habe, kann ich sogar die gleiche Farbe nehmen. Aber normal nimmt man eigentlich dann ein Futter dazu. Und das Gleiche ist natürlich auch hier bei dem kleinen Ende der Fall. Auch da nimmt man ein Futter dazu. Und wie muss ich das machen? Also das stimmt jetzt schon mal. Widmen wir uns zuerst dem Futter. Das ist wieder ganz einfach. Da klappe ich mir das auf, mache mir eine Kopie und gehe ungefähr 2 cm oder 3 cm über meine Ecken. Das kommt jetzt so nicht drauf an, aber nicht mehr wie 3 cm. Das wäre das Maximum. Und mache mir genau so ein Schnittteilchen für diese Kante, um ein Futter dafür zuzuschneiden. Und das Gleiche machen wir auch auf dieser Seite. Auch da brauchen wir einen extra Schnitt für das Futter, das wir zuschneiden, das dann genau diese Größe hat. Und nun kommt es darauf an, welche Einlage man machen möchte. Man kann eine etwas dickere Einlage wählen. Die sollte aber dann keine aufgebügelte sein, sondern eine lose Einlage, die dem Ganzen einfach nur ein bisschen Volumen gibt, die man an gewissen Stellen innen dann nur mit der Hand etwas anheftet. Oder man nimmt eine dünne Flisseline, eine Aufbügelflisseline, die man eventuell auch komplett hier drauf bügeln kann. Das heißt, eine dünne würde ich komplett aufbügeln, allerdings würde ich 1 cm meine Nahtzugabe aussparen, damit die Flisseline, wie gesagt, jetzt 1 cm rundherum kleiner ist. Oder ich nehme diese lose Einlage und diese lose Einlage muss minus 1-2 mm genau die Größe haben, wie euer fertiger Binder die Größe hätte. Denn der darf nicht um die Kanten rumgehen. Wenn der um die Kanten rumgeht, das gibt nur ein Gewurschtel, der fällt nie der Binder richtig, der hängt einfach nur oder dreht sich sogar. Also das wäre nicht schön. Also zur kleinen Wiederholung, nachdem ihr euren Originalschnitt hier erstellt habt, braucht ihr noch für die vordere Spitze und die hintere Spitze ein Futterteil und ihr braucht eine Einlage, die entweder lose und nur mittig in den Binder drin liegt oder eine aufgebügelte, die bis an den Rand bzw. bis an die Naht rangehen darf. Aber ihr könntet sie auch nur in dem Bereich aufbügeln, das ist auch möglich. Und natürlich noch eine wichtige Sache, ein Binder, hatte ich zu Beginn schon erwähnt, muss quer zum Fadenlauf zugeschnitten werden. Und da könnt ihr ja auch wieder hier so einen rechten Winkel dazu nehmen und markiert euch auf alle Fälle da rein und schreibt euch das auch noch irgendwo hin, wenn ihr wollt, und schreibt, mein Binder muss quer zum Fadenlauf zugeschnitten werden. Das heißt, wenn das jetzt unser Teil wäre, muss der so drin liegen, nämlich quer. Und das gilt für die gesamte Länge des Binders. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu diesen ganzen Bindern und Schlipsen, die ich auf alle Fälle sagen möchte. Es muss nicht immer eine Spitze sein. Denkt doch ganz einfach ein bisschen an euer Design. Wenn ihr freche Garderobe, wenn ihr freche Kleidung mögt
oder das vielleicht, sagen wir, für eure Tochter oder euren jungen Sohn machen wollt. Und er sagt, das ist ja viel zu langweilig, das Ding, was du da machen willst, den ziehe ich nicht an. Ja, dann könnt ihr wirklich einmal mit Accessoires rumspielen. Dann zieht der Sohnemann vielleicht so ein Ding oder die Tochter sowas auf ein T-Shirt an. Ist mit Sicherheit eine super, super Geschenkidee für einen schönen Geburtstag. Und dann, wenn ihr wollt, überlegt doch mal, warum müsst ihr unbedingt eine Spitze machen? Wer sagt das denn? Ihr seid euer Designer für eure Garderobe. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, das ist ja total blöd, ich will keinen Binder mit einer Spitze. Ich mache einen Binder mit einer schrägen. Und dann habt ihr genau jetzt schon wieder euren Zuschnitt, weil dann passt das auch alles zusammen. Das kann man natürlich noch dran lassen, die kleine Ecke. Aber dadurch, dass das ja noch mit Futter verstürzt wird, klappt das also auch alles. Kommt alles genauso hin. Weil das ist eine super, super Variante. Ich habe das schon als Geschenke gemacht. Und das ist sowas von spitze angekommen. Ich habe leider keinen momentan hier, den ich so gemacht habe mit der Schräge. Aber überlegt es mal. Denkt mal drüber nach und macht für junge Leute ausgefallene Designs. Hängt euer kleines Namensschildchen hinten mit rein und sagt, das ist mein Design. Ich bin der Designer. Meine Lieben, ich möchte mich verabschieden für heute. Das war schon alles. Eure Fragen, meine Antworten, wieder mal ein neues Thema für euch von meiner Seite. Und damit sage ich ein herzliches Dankeschön. Ich freue mich, wenn ihr guter Laune seid, so wie ich. Denn das Leben ist viel zu schwer, als dass wir mit langer Miene irgendwo rumlaufen. Also gebt mir ein Lächeln und ich gebe es euch zurück. Und denkt dran, bleibt gesund und bleibt mir treu. Und ihr wisst ja, dann tue ich das eventuell auch. Also, bis bald mal wieder. Tschüss, eure Lilo.